HSV hat auch nach dem 3:1 Rückspiel gegen Stuttgart den Aufstieg vermasselt. Doch es fing doch eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Man hat zwar 3:0 verloren, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und nach der Motivationsrede, nach der Ansprache von Tim Walter, haben vielleicht sich noch einige HSV-Fans geglaubt, man kann da vielleicht doch noch was am Ruder reißen. Vor allem hat man am Beispiel Sheffield Wednesday gearbeitet. Für die, die es nicht wissen, Sheffield Wednesday war, also ist mittlerweile aufgestiegen, war in der League One und war in den Playoffs. Das ist nochmal ein ganz anderes System wie in Deutschland. Dort ist es so, da spielen dann vier Teams quasi im Halbfinale. Die beiden Teams, die dann quasi die jeweiligen Halbfinalen gewinnen, kommen ins Finale und da wird dann ein Sieger quasi hervorgehoben und der steigt dann auf in die Championship. Das ist dann quasi das Relegationssystem, wo nur mit einem Aufstieg. Und da ist es so gewesen, Sheffield Wednesday hat im Hinspiel gegen Peterborough 3:0 verloren, im Rückspiel konnte man 3:0 gewinnen und somit ging das Spiel bis ins Elfmeterschießen, da in der Verlängerung kein Tor kam und da hat man dann auch im Elfmeterschießen gewonnen, ist ins Finale aufgestiegen und hat auch im Finale 1:0 gewonnen und ist jetzt in der Championship. Das gleiche hat man sich bei dem HSV auch erhofft, aber allerdings hat es gut angefangen, aber dennoch schlecht geendet. Sonny Kittel traf ganz, ganz früh, aber man hat wieder 3 Stück eingefangen, vor allem Heuer Fernandes, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat, einen Patzer gemacht und Stuttgart hat 3:1 gewonnen, hat selber den Klassenerhalt geschafft, aber der Dino hat den Aufstieg nicht geschafft. Seit 5 Jahren Zweitklassigkeit wird auch nächstes Jahr die 6. Saison dazu kommen in der Zweitklassigkeit. Aber wieso konnte man nicht aufsteigen bisher? Wieso kam man überhaupt in die Lage? Das wird man auch nochmal genau analysieren. Das werden wir heute gemeinsam analysieren. Es gab auf jeden Fall schon mal viel, viel bessere Zeiten. Also so kenne ich selber den HSV nicht. Wenn wir mal die letzten Jahre mal anschauen, wenn wir einen kurzen Rückblick machen. Seit 2003 bis 2011 ist, sage ich mal, mein Zeitraum, wo eigentlich der HSV war oder ist quasi. Man war immer in der oberen Tabellenhälfte. Man hat nicht unbedingt um die Meisterschaft gespielt, aber man hat um Platz 7, Platz 6, also um Europa gespielt. Hat sogar selber in diesen Jahren 3-mal europäisch gespielt, 2-mal Champions League und 1-mal in der Europa League 2009, vor allem bis ins Halbfinale gekommen und dann gegen Fulham verloren. HSV auch mit damals sehr vielen bekannten Gesichtern. Nigel de Jong, Boateng, Van Beuten, Van der Vaart, Van Nistelrooy, Marcel Janssen, Ivica Olic und Co. Da waren auch einige Stars damals. Das ist vielleicht auch schon mal der Unterschied, was dem HSV aktuell fehlt. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass man Stars holen kann in der zweiten Liga, aber das hat auf jeden Fall in der ersten Liga gefehlt. Qualitative, gute Spieler, erfahrene Spieler, namenswerte Spieler, das hat auf jeden Fall dem HSV gefehlt und natürlich hat es auch was mit dem Finanziellen zu tun, dass man nicht wie früher so stark war, da man einfach Spieler für teure Summen geholt hat, die gar nicht gut performt haben und die dann einfach ablösefrei oder für wenig Geld einfach verkaufen hat. Jedermann, der sich mit Fußball auskennt, weiß einfach, dass ein, zwei schlechte Jahre dazwischen können. Auch ein Bayern München hat ein, zwei schlechte Jahre. Nur das Wichtige ist, ob man aus dieser Erfahrung was sammelt, ob man aus diesen Problemen eine Lösung findet, den richtigen Weg umsetzt. Das ist das Wichtige. Das hat der Hamburg SV nicht gemacht. Nach dem Jahre 2012 bis 2018 hat man eigentlich sozusagen diesen Anfang der schlechten Zeit gehabt. Man hat zwar dort noch den Klassenerhalt geschafft, aber noch gerade noch. Man musste 2-mal in die Relegation im Jahre 2014 und 2015 gegen Karlsruhe und gegen Fürth konnte man noch gerade so knapp überstehen und den Klassenerhalt sichern. Allerdings lief es die Jahre danach nicht mehr so toll. Man hatte zwar ein, zwei Ausnahmen. 2013 wurde man Siebter und hat nochmal auf die alten Jahre geschielt. 2015 und 2016 war man Zehnter und das war noch ganz, ganz optimal. Aber 2016, 2017, 14. und 2017 und 2018 war dann der Abstieg besiegelt. Man war 17. und die Uhr ist auch stehen geblieben und der Hamburger SV ist abgestiegen. Die Relegation, das soll eigentlich ja ein Pro für den Erstligisten sein und ein Kontra für den Zweitligisten.
Jetzt würden sich einige denken, wieso? Es ist einfach auch von der Statistik nochmal bewiesen, dass die Erstligisten dadurch einen Riesenvorteil haben, weil als Erstligist hatte man diese Kaderplanung gemacht, um im Klassenerhalt zu schaffen und hat dementsprechend viel bessere, viel teurere Spieler geholt und hat viel mehr ausgegeben. Der Zweitligist dagegen hat genau diesen Kader angepasst, was man eigentlich im Budget zur Verfügung hat für die zweite Liga, und deswegen merkt man da auch schon riesen Unterschiede. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, wo der Zweitligist aus der Relegation den Erstligisten aussticht und den Aufstieg schafft, aber in den meisten Fällen konnte der Zweitligist in den letzten Jahren nicht aufsteigen. Die Relegation war noch für den Hamburger SV noch in der ersten Liga-Zeit sehr, sehr wichtig und hat diese auch noch gerettet. Aber seit der zweiten Liga war man jetzt schon zum zweiten Mal auch in der Relegation für den Aufstieg und hat nach der Hertha BSC-Niederlage auch quasi gegen Stuttgart verloren und konnte den Aufstieg nicht schaffen. Die Relegation, das ist jetzt auch nochmal hervorgehoben, dass es ein Pro und Contra ist. Soll die Relegation eigentlich abgeschafft werden? In anderen Ländern ist es ja ganz, ganz anders. Wie schon ganz am Anfang des Videos erwähnt, Sheffield Wednesday. In England ist es ja so, da gibt es so ein Playoff-System, dass dann quasi die ersten beiden direkt aufsteigen und Platz 3, 4, 5 und 6 spielen dann quasi, also diese vier Teams, zwei Halbfinalen, diese beiden Gewinner im Finale gegeneinander. Ist es auch in vielen anderen Ländern, aber ist meiner Meinung nach auch viel, viel besser, dass das 3 automatisch absteigen und das 3 automatisch aufsteigen. Der Hamburger SV hat das nochmal ins Leben gerufen. Ob das geändert wird, ich denke zwar, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren, aber aktuell soll das angeblich noch kein Thema beim DFB sein. Die Jahre in der zweiten Liga. Viele betiteln eigentlich auch diese Jahre in der zweiten Liga oder diesen Abstieg eigentlich wieder als Wiederauferstehungsjahre. Man steigt ab, die kostengünstigen Spieler werden eventuell gehalten, man holt mehr Spieler aus der Jugend raus, man holt vielleicht noch Spieler, die viel weniger kosten, beziehungsweise man muss es machen. Die wichtigen Spieler, die sehr viel Geld verdienen, die gehen weg. Und man hat auf jeden Fall nochmal eine Last dann quasi verloren, aber man hat dann auch quasi qualitative Spieler verloren. Man kann da auf jeden Fall dann nochmal eine Neuplanung schaffen, wie auch andere Vereine, baugleich wie der Hamburger SV, ist ja auch Werder Bremen, die haben es ja auch geschafft, die haben sogar den Aufstieg geschafft und den Klassenerhalt in diesem Jahr. Schalke hat den Aufstieg auch geschafft, hat zwar den Abstieg wieder, sage ich mal, geschafft und nicht den Klassenerhalt, allerdings konnte man aufsteigen. Der HSV ist noch bis jetzt noch gar nicht aufgestiegen. Man konnte maximal zweimal Rang 3 erreichen, hat zweimal Relegation gespielt und ist zweimal gescheitert. Es liegt natürlich auch dran, dass der HSV in den letzten Jahren immer 2 bis 3 Leistungsträger verkauft hat. Ob man dies machen musste finanziell, ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn man mal alle Spieler hält, vor allem die Leistungsträger, kann man ja drauf aufbauen oder eventuell sogar Platz 1 oder Platz 2 schaffen. Mal schauen, wie es in der Zukunft für den HSV läuft. Vielleicht wird man im nächsten Jahr die Deal.